What is up, YouTube? Servus miteinander. Ich bin heute mit dem Flo und dem Chris in Köln auf der Fitnessmesse, auf der FIBO. Wie man sieht, ist der Zulauf extrem hoch. Wir sind jetzt da. Es ist kurz noch 8:30. 9 Uhr macht es auf, glaube ich. Schauen wir heute mal rein. Ich nehme euch mal mit. Bin gespannt, wen wir heute so treffen werden, mit wem wir die Chance haben zu quatschen oder von wem wir errannt werden. Der riecht so ein bisschen nach Gulli. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal rein, oder? Also, let's go. Also wir düsen jetzt in Halle, was war das, Halle 6, B6, keine Ahnung was. Wir suchen mal Body Shake. Schauen wir mal, wer von den Jungs alles aktuell da ist. Ich freue mich schon, wir haben sie ja das letzte Mal bei der Weihnachtsfeier gesehen. Und ja, bin gespannt, wie der Stand aussieht. Und ja. Ja. Wie Rittersport, quadratisch praktisch gut. Ja. Ich schwitze ein bisschen, ich habe da gerade das Powerblitz gemacht. Ja. Geil. Matze, grüß dich. Wir können direkt wieder zurückgehen, dann können wir ein kleines Battle machen. Für? Oder ja, hier, wer mehr Liegestütze auf der Powerblitz? Boah, ich habe Brusttraining gestern. Ja, das ist gut. Ja, dann machen wir beide. Den Deadlifts doch mit einbauen oder irgend sowas. Ja, da musst du alles machen, was geht. Ja. Ja. Also, das ist das Einzige, was ich sagen würde, das ist jetzt eine eklatante Schwäche, ja, muskulär. Ja, das ist also ein, das kann ist ein deutscher Arsch. Ja. Ja. Nee, ich bin froh, wenn es hier, es ist wichtig, dass ich da konstruktive Kritik kriege, weil mir bringt das nichts, wenn mir jemand Puderzug in den Arsch bläst. Und ich muss ja schauen, woran ich arbeiten kann, ne? Das ist schon wichtig. Also dann Arsch auf alle Fälle, mehr Arsch, Schwung. Intensität, und insgesamt Intensität, im Training. Ja, ja, aber also, es wird schon. Nicht Schwachsinn, wird ja keine Blödsinn machen, ja, und jetzt denken, ey, ich mache jetzt 300 Kilo Kreuzheben, das ist ja, ja, Quatsch, aber schon ein bisschen, das, der Bund Belastung. Ja, ja, ja. Ich habe mit dem Chris und dem Flo auch letztens geredet, einfach vielleicht einmal, habe ich auch mein Leben lang nicht gemacht, ich habe den Plan immer nur im Kopf gehabt, ne? Aber vielleicht ist es doch mal sinnvoll, dass du auch die Gewichte aufschreibst, dass du kontinuierlich mal dich steigerst, ne? Ja. Beide schon machen. Würde ich schon machen, ja. Also es ist ja, glaube ich, auch einfach, wenn du das auch mal siehst, niederschreibst, ja, wie wenig du eigentlich bewegst. Und wenn du dann vielleicht auch mal rechnest, so, jetzt hast du einen Satz gemacht mit 10 Wiederholungen. Insgesamt hast du dann, keine Ahnung, hast nur 350 Kilo, ja, bewegt bei einer Kniebeuge. Ja. Das ist, ich habe das immer noch Gefühl gemacht, komplett. Mein Leben lang schon. Immer, vielleicht ist das der Fehler, weil dann noch hätte mehr gehen können. Also man muss ja sagen, das Paket, was du jetzt halt dann hast, da kann man ja nicht sagen, dass du was falsch, ja, gelaufen, ja, oder, ja, dass du das falsch gemacht hast. Das ist ja, das Ergebnis ist super. Aber wie ja gerade schon gesagt, jetzt da, wo du jetzt stehst, ja, und den Fortschritt, den du ja machen musst, um weiterzukommen, ist, glaube ich, das erste Werkzeug, was du für dich nutzen kannst oder optimieren kannst. So, ne? Ja. Dass du dann die Intensität und die, ja, Belastung und steigerst. Zum Beispiel, da merkt man es auch extrem optisch in der Off-Season-Form, dass dir hinten die Dichte in der Muskulatur abgeht, voll, weil du bist vorne wesentlich härter als hinten. Ja, das stimmt. Du hast hinten viel mehr Butter drauf als vorne. Von vorne denkt man sich, wow, das ist richtig geile Off-Season-Form. Und dann von hinten, da ist dann schon Butter drauf. Das merkst du in der Diät, da bist du viel früher, ja, fertig als hinten. Und das ist aber einfach, weil da hinten die dichte Muskulatur fehlt. Ja, ja. Also einfach ranklotzen, hier, was geht. Wann fängst du an mit der Diät? Ja, jetzt zum Mai, Ende Mai. Ende Mai, Juni, ja. Ich hätte auch gesagt, so, ja, Ende Mai, Juni oder was? Und dann schau, so alles, was in den Zeitraum so
zwischen September und November fällt, die Wettkämpfe, hätte ich mal so... Ich hab's jetzt mal so angekreuzt. Ja. Reno, dann ist zeitgleich Frankreich. Rumänien. Ah, hätte ich angepeilt, genau. Spambro wäre auch interessant, weißt du schon? Ja. Hey, das ist also geil, wenn ich dann. Das hätte ich so angepeilt, ja. Wo machst du dann bei 212? Ja. Geil, Alter. Ja. Was schätzt du, was übrig bleibt bei dir? Ja. Ich will ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß, ja. Das ist jetzt so Rätselraten. Ich bin jetzt so 8, 9 Kilo schwerer als letzte Offseason. Aber ob jetzt von den 8 Kilo 1,5 auf der Bühne mehr überbleiben oder 3 oder 4, kann ich nicht einschätzen. Ja? Alles, was besser ist als letztes Mal, ist besser. Aber ich habe auch gesehen über die Storys, du hast auch sehr viel mit viel Gewicht gearbeitet. Also auch viel Kreuzheben habe ich gesehen. Ja, hast gemacht. Ja, ja. Also ich bin gespannt, wie dann auch der Rücken am Schluss ausschaut. Also ich muss es rauf prügeln, ja, weil es ist jetzt schon so. Also ich muss es schon forcieren, dass da noch was passiert. Gell? Ja. Also mit so locker Pumpen geht da nichts mehr. Ja, glaube ich schon. Und es ist aber auch, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist ja das einzige Training, das mir Spaß macht. Ja? Also ich könnte jetzt nicht ins Training gehen und so 20 Sätze Brustpumpen oder so. Ja? Ja. Ich muss ins Training gehen und mir am Abend vorher denken, ich habe Angst vor dem Training. So, die Einstellung brauche ich auch. Es ist echt so, wenn ich weiß, okay, Freitag ist Heben, habe ich ab Montag schon Angst vor dem Satz. Das knackt im Rücken. Ja. Nein, wie alt bist du jetzt, wenn ich frage? 35. Ja, ich werde jetzt, ich bin 33. Ja. Wir können schon zur alten Garde eigentlich. Gell? Ja, man muss jetzt auch offen und ehrlich sagen, ich bin jetzt 35, ich habe noch 2, 3, 4 gute Saisonen. Ja. Ich habe keine Zeit mehr dazu, was zu verplempern. Du willst auch nichts mehr verplempern. Und ich denke mir einfach, okay, ich will nicht in 10 Jahren sagen, hätte ich nur die 3, 4 Jahre jetzt noch Gas gegeben. Also den Vorwurf will ich mir nicht machen müssen. Ja. Wenn ich sage, okay, in 3, 4 Jahren okay, ist es vorbei, hat nicht gereicht oder ich habe mich verletzt oder sonst irgendwas, kann ich zumindest sagen, ich habe alles gegeben. Dann habe ich kein Problem damit. Aber womit ich ein Problem hätte, war in 10 Jahren zu sagen, hätte ich bloß, weißt du? Ja. So, mit dem kann ich nicht leben. Ich sehe es aber genauso. Ich habe auch gesagt, ich muss das jetzt mal angreifen, weil das ist was, für was ich brenne, wofür wir brennen. Und wenn wir mal 50, 60 Jahre alt werden sollten, dann denkst du ja auch zurück. Genau. Und dieses hätte, wäre, was weiß ich was, das will ich mir auch nicht stellen. Ja, nein. Das ist schon deswegen voll in, all in irgendwie, weißt du schon? Ja, voll. Was halt geht. Ja. Wie heute das Geld das zulässt. Ja, also alles schon mit Hirn und Verstand, ja, und nicht irgendwie dumme Sachen zu machen, aber schon die Sachen halt mit letzter Konsequenz zu machen. Ja. Also ich gehe jetzt nicht 95% des Weges und die letzten 5% sage ich dann, das traue ich mir. Aber wann dann gehe ich 100% oder ich lasse geil bleiben. Ja. Stimmt. Ja, aber jetzt auch, das ist jetzt dieses Jahr mein erstes Mal die Offseason, wo ich tatsächlich komplett nach Plan ist. Ja. Also jetzt kommt halt einmal ein Scheck dazu oder mal ein Snickers oder was. Ja. Aber sonst halt, du hast einen festen Plan, du hast deine Meals dabei. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, das trägt aber, ich glaube, das macht dann jeder leichter, kann ich sagen. Ja, klar. Du bist ja voll im Drive drin. Weil du nicht so umschalten musst. Ja. Dann. Und ja, natürlich, wenn du Offseason auch nach Plan ist, machst du das Ganze ja noch vollziehbarer. Ich sage jetzt einmal, das wäre ja so, wie wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre ohne Tacho. Dann kann ich sagen, okay, ich schätze halt, ich fahre 130, aber ob es jetzt 150 oder 115 sind, weiß ich nicht. Und 150 ist jetzt viel und 115 ist halt zu wenig. Ja, stimmt. Und wenn du so immer noch Gefühl ist, dann ist halt ein Tag zu viel, den nächsten Tag zu wenig, aber um effizient aufzubauen, musst du halt jeden Tag in einem kleinen Überschuss sein. Weil sonst drehst du dich immer nur im Kreis und das ist das Gefährliche. Ja. Stimmt. Okay, also wir machen die Bodybuilding, oder? Da wird's jetzt. Ja, bestens, aber. Stress schon gut vielleicht. Aber ich versuche immer noch, das Stück Classic zu machen, das Zeit. Komm, wir machen mal Bodybuilding. Einmal machen wir mal Bodybuilding. Machen wir Bodybuilding. Machen wir, doch ein bisschen fahren, schauen wir mal Last Breath. Wenn, da kann man eigentlich auch richtig machen. Was meinst du? Mit Beinen. Ah, oh, die sind super auf, ne? Ach, ja. Das ist ja offensichtlich. Mit Quadriceps. Mit
Matze, ist da was? Gegen Border Turn to your right? Border Turn? Bist du zurückgehend zu mir? So? Ja. Border Turn? Border Turn face front? Front double pass. That's good. Teller kommt raus. Ja, komm. Boom. Sehr schön. Side chest? Scheiße. Warte mal. Okay. Geht Trizeps in der Offseason? Schön. Back double. Bauch und Beine. Schön. Und was machst du? Was machen wir da so? Ja, und jetzt am Schluss fest. Ja, viel besser. Die ist viel besser. Crap. Also, das mit den Classic-Posen würde ich sagen, vergessen wir. Die packen wir ins Reich der Vergangenheit und konzentrieren uns auf die Bodybuilding-Posen. Was sagst du? Ja, ich habe tatsächlich schon vor, dass ich halt die Classic-Posen mit ins Bodybuilding mit rein. Also, okay. Das ist legitim. Du kennst es ja, wenn du in der Diät bist, kannst du die Marken viel besser ziehen. Und ich glaube, das ist halt, das ist dann ein bisschen so. Du stichst ein bisschen heraus. Ja. Die Taille wird wieder schmäler, du kannst ein bisschen besser kontrahieren. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, wenn man da so einen eigenen Footstep setzt. Huch, sag ich. Wir fragen Sie jetzt. Ist es okay, wenn ich mit Holly unterschreibe? Wenn ich mit Holly unterschreibe? Ja, das können Sie gerne machen, um Gottes Willen. Gerne. Wenn man hat, das geht mal mit meinem mächtigen Rücken. Ja. 20. Komm, 20. Wir sind bei 20 wieder hochgekommen. 21. 6:00 Zwischenmahlzeit. Kürbiskernpüree mit Currygewürz, Fischsoße. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Fischsoße macht einen mächtigen Geschmack Umami. Also Umami ist zum Beispiel bei Fastfood der Fall, also einen deftigen Geschmack. Das kannst du aber später in die Diät zu dir nehmen, weil das einfach nur Salz und, keine Ahnung, Sardellensaft ist oder sowas. Klingt komisch, aber es schmeckt echt gut. Ja, und halt von der Fleischerei Schäfer meine Chicken Stripes. Geht auf alle Fälle auch kalt super gut runter. Das passt. Ich bin jetzt ganz froh, dass hier ein schattiges Plätzchen ist. Wir wollten ja quasi zum ESN-Stand noch rüber, weil der Tim und die anderen Jungs dort sind, aber da ist jetzt halt zu. Wegen Überfüllung. Ah, wegen Überfüllung, ja. Ja, ist schon gut so, dass sie das machen. Stell dir mal vor, da passiert irgendwas. Nee, ich glaube, jetzt schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Und wenn nicht, dann schauen wir zu unserem Buddy-Check, schauen wir mal zurück. Was machen wir dann? Machen wir schon Feierabend, oder? Ja, fangen wir wieder, ja. Also du bist da mega durch. Das ist heftig, wie viele Leute da sind. Es ist überall was zugedröhnt mit Musik und Mikrofonansage, Megafonansage. Da brummt der Schädel, du bist fertig. Also, ich merke schon, ich werde alt, ich mag mal Ruhe. Das ist alles auch cool, weil alle eigentlich gut drauf sind, jeder will ja dasselbe. Das ist ähnlich wie bei auf einem Festival halt, ne? Bloß mit Fitness, Bodybuilding. Da sollten alle besoffen sein. Ja, genau. Wobei ich jetzt trotzdem ein paar gesehen habe, die schon an Hinterschütten. Ich gönne mir jetzt dann auch einen Eiweiß, einen Proteinshake vom Bodyshake mit Schuss. Wir haben da einen Spezial. Und sie hat gesagt, die haben einen Spezialautomaten hingestellt, wo dann quasi ein Wodka oder Amaretto oder sonst was mit dabei ist. Den klatschen wir heute noch rein. Und dann vorher Auto. Und dann
Du pennst zwei Stunden. Ja, genau. Wir gucken, welche Seite lauter ist. Wir haben einmal die Seite, die lauter ist. Liebe Franz, zeig mir jetzt, was man alles hier bestellen kann, beziehungsweise zeig mir mal, wie das alles geht. Eine Empfehlung geben. Ja, ich gebe dir die beste Empfehlung. Los geht's! Zuerst hast du die Wahl zwischen dem Klassiker Whey-Protein oder Complex-Protein. Complex ist so ein Whey-Casein-Gemisch, das heißt, bisschen langsamer verdaut. Du weißt, was das heißt. Ne? Ja. Das macht dich auch ein bisschen satter. Hast du viel Hunger gerade? Nee, gar nicht. Ich bin vollgefressen, also ich nehme gerne das Whey-Protein. Genau. So, kleiner Shake, mittlerer Shake, großer Shake. Du bist ein großer Junge. Jawohl, also bitte die volle Portion. Das ist die schwierigste Page von allen. Ne? Ja, das ist jetzt die Qual der Wahl, ne? Genau. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wo du sagst, das ist eine geile Kombi? Süß oder fruchtig? Das ist schwierig. Ich hätte nämlich, Karamell wird mir taugen, aber ich weiß nicht, was dazu passt. Vielleicht Banane oder so. Also Karamell kannst du super mischen mit natürlich klassischer Schokolade. Ja. Oder würde ich dir jetzt empfehlen, Karamell und Toasted Marshmallow. Ja, komm, dann, genau. Mal. Dann nehmen wir das. Damit es ein bisschen intensiver wird, ne, mischen wir noch ein bisschen mehr Flavor mit rein. Ach, du kannst extra genau, Flavor. Da gibt es ein bisschen mehr Flavor. Das ist geil. Auf jeden Fall Empfehlung. Das ist geil, ja. So, und dann wird der Shake einmal ganz frisch für dich zubereitet. Oh, ein Traum. Vielen Dank. Dafür nicht. Das ist schade, ne? Also wenn Leute das nicht so süß mögen. Ja, also was heißt nicht so süß? Du kriegst halt ein bisschen mehr Sirup mit rein. Ne? Das ist so der klassische Upselling am Ende noch. Das ist schon sehr geil. Die Geschmacksrichtungen, die jetzt da zur Auswahl sind, ist das immer die Basis oder kannst du da tatsächlich mehrere verschiedene Geschmäcker mit rein haben? Also du kannst quasi bis zu zwei Flavor mixen. Ne? Ja, ja. Ich meine, wir arbeiten ja mit dem Sirup drin. Genau. 28 gibt es insgesamt. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Nee, okay, ich weiß genau. Genau, also 10 sind im Automaten, ne? Mhm. Und insgesamt haben wir 28. Das heißt, da hast du mal ein bisschen Variation, so das ist ein geil. Bisschen Abwechslung hast. Und je nachdem, wer jetzt bei euch jetzt quasi einen Automaten bestellt, der kann danach entscheiden, welche Geschmäcker drin sind. Ja, natürlich, natürlich. Du kriegst noch eine Auswertung hinten dran, der Automat ist ja im Internet. Das heißt, genau, du kannst dir alle Daten statistisch ziehen. Quasi auch, wer was mehr bevorzugt. Genau. Das ist auch also gut. Du hast deine Verkäufe und siehst vor allem auch, hey, welche Sorte geht denn am besten. Meistens sind es die Klassiker, so Vanille, Schokolade, Erdbeere, ne? Die lässt du immer drin. Ja. Und dann so Special-Sachen wie Wassermelone oder Pfefferminz, die kannst du dann rotieren. Ah, das ist auch gut. Ja, genau. Ich würde es nämlich wegkippen. Und das ist jetzt mit Wasser gemischt, ne? Das ist nur mit Wasser gemischt. Creamy. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, aber ich denke nicht. Willst du mal probieren? Karamell und Toasted Marshmallow, gell? Jawohl. Nein. So geil, gell? Das haben wir. Franz, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Bizeps, Aufbau ist gefigert. So Freunde, FIBO ist rum, für uns zumindest. Wir haben Samstagnachmittag, wir sind durch, wie nach einem Festival würde ich sagen. Wie schon erwähnt, viel Lärm, viel Menschen, aber war ein cooles Erlebnis. War cool, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Alle ein bisschen, alle happy und so, aber auch sehr im Stress. Viel Business zu tun. Egal ob als Athlet oder als Betriebler, sage ich jetzt mal. Aber war cool. Man kommt wieder mit neuer Motivation nach Hause. Und ich glaube, man hört es mir schon ein bisschen an. Ich bin jetzt fertig und bin froh, wenn ich mich jetzt dann im Auto hinlegen und schlafen kann. Ja, der Flo hat jetzt ein paar schöne Impressionen gemacht. Ich kriege das immer nicht mit, wenn der filmt. Aber vielleicht sind ein paar lustige und interessante Sachen mit dabei. Und hoffe, ihr habt auch was davon, wenn ihr das seht. Wenn euch das taugt, liked meinen Kanal, abonniert den, drückt die Glocke und ja, habt eine schöne Zeit mit mir und ansonsten, was auch immer ihr macht, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Olli, ciao, ciao.